Man kann einen Schildwein machen. So. Und geht um. Eine andere Form des Schildweins, der offensichtlich auch gepflegt wurde, wurde immerhin bei einer Belagerung von Paris betrieben, ist eine Art Kriegswölfe. Das bietet natürlich auch Schutz vor Schuss durch Feinde. Dankeschön. Das Ganze bitte jetzt in beide Richtungen noch deutlich verlängern vorstellen, aber so viele Leute können wir auch nicht herstellen. Der Schildkampf, der Schwert eingeht, das Schwert ist schwer, kopflastig, vor allem am Beginn des Frühmittelalters. Die Faust ist hier sehr gefangen, man ist sehr unbeweglich im Handgelenk, es dient wirklich dazu, mit voller Kraft zuzuschlagen. Ein feines Fechten mit der Klinge ist nicht möglich, aber der riesige Vorteil ist, wenn ich im anderen stecke, kann ich es sehr gut wieder herausziehen und verliere dadurch nicht meine Waffe. Wie gesagt, das Fechten, das später dann mit den Klingen passiert, passiert mit dem Schild. Die Waffen werden im Laufe des Frühmittelalters schlanker, leichter, führiger. Nächste Waffe. Der Sachs gibt es in diversen Größen und Längen, ändert sich im Laufe der Zeit die Moden. Beginnen schon bei den Germanen, wo er ja kurz und sehr breit ist, und werden zum Teil sehr lange und ersetzen in einigen Bereichen Europas das Schwert. Ist bei uns ein relativ häufiger Fund im Gegensatz zu Schwertfunden. Vorteil ist, in der engen Schildreihe, wenn es da rangeht, kann man ihn ähnlich wie ein Gladius verwenden und vielleicht auch das Ketten entstecken. Yeah. Als nächstes wollen wir Ihnen den Speer vorstellen. Langwaffen sind immer die Hauptwaffen auf dem Schlachtfeld. In diesem Fall haben wir eine sogenannte Flügellanze. Das wird hauptsächlich von den Franken verwendet, aber natürlich auch im ganzen mitteleuropäischen Raum. Gut. Man kann ihn jetzt im Einzelkampf auch mit Schild verwenden. Man hat viel mehr Reichweite. Also er erreicht nicht mal die Toten annähernd. Lässt ihn da draußen irgendwo verhungern. Hat aber einen gewaltigen Nachteil. Sobald er mal vorbei ist an der Spitze, muss der andere schon sehr schnell weg oder er wird ein unglückliches Schicksal erleiden. Allerdings im Einzelkampf, wenn keine Pfeile zu erwarten sind und auch nicht von der Seite irgendjemand kommt, kann ich ihn ja beidhändig führen, womit ich viel mehr Kraft habe, den Schild sehr leicht auf die Seite bekomme, auch das Schwert, wenn es notwendig ist, sehr leicht ausweichen kann und ihn hoffentlich irgendwann mal so erwischen, dass das Ketten im Blut geht. Die großen Vorteile von Stangenwaffen erschließen sich allerdings erst in der Schlacht. Ja, bitte wieder links und rechts her, Leute, vorstellen. Sie schaffen das, ich bin überzeugt davon. Ah, ja, der wechselt noch die Seite in letzter Minute. Während er sich auf diesen Gegner konzentriert, kann problemlos ein Speer von der Seite zustechen. Das geht sich mit der Reichweite locker aus. Weiter bitte. Er bricht um und den Rest erledigt schon die Überzahl. Noch fieser wird der Speer, wenn er aus der zweiten Reihe geführt wird. Und wir haben das schon ausprobiert, geübte Kämpfer gegen schlechte. Man hat fast keine Chance. Das ist die Reichweite und wenn er das noch irgendwo plötzlich von hinten kommt, das ist wirklich fies. Also er wird wieder getroffen, fällt aus und die Sache ist in kürzester Zeit erledigt. Danke schön. Kommen wir zu einer meiner Lieblingswaffen, der Axt. Wie bereits erwähnt, im Gegensatz zu Schwertern relativ häufig gefunden im Grabinventar. Was kann man damit machen? Man kann zum Beispiel einhaken
Und nicht vergessen, man kann mit einer Axt auch zustoßen. Das ist mit der Spitze erwischt, ist das auch sehr unangenehm. So, ein weiterer großer Vorteil der Axt ist, Schutzausrüstung zu durchschlagen. Also, so viel Blech haben die damals nicht getragen, dass man mit einer Axt voll durchgezogen, nicht durch den Helm durchgekommen wäre. Dankeschön. Die Axt gibt es natürlich auch zweihändig. Auch hier gibt es wieder mehr Hebelwirkung, mehr Ruck und ich kann im Wesentlichen dasselbe machen, was ich auch mit der einhändigen Axt machen kann. Ich kann abgleiten lassen, einhängen und Bein nach vorne ziehen und ihn jetzt am Genick erwischen. Die Äxte waren nicht schwer, das waren keine Holzfäller-Äxte. Man musste damit sehr schnell agieren können. Sie können das übrigens nachher gerne bei uns hier ausprobieren. Danke. Irgendwelche Freiwilligen natürlich auch als Opfer mitbringen. Gut, gehen wir über zu den historischen Verletzungen. Ich habe Ihnen gesagt, wir sind hier auf nicht literarische Quellen angewiesen. Zum Beispiel, was finden wir in den Museen an Skeletten, welche Verletzungen haben sie? Etwa im Naturhistorischen Museum. Ganz typisch Treffer am Bein und multiple, also sehr viele Verletzungen am Kopf. Das ist, damit der andere auch ganz garantiert hundertprozentig sich nicht mehr rührt und einem nichts mehr tun kann. Ob der schnell tot ist oder nicht, ist wurscht, der darf sich nicht mehr bewegen können. Und wir zeigen Ihnen auch gleich relativ bald warum. Gut, eine weitere nachgewiesene Verletzung. Zwei Herren befinden sich im Kampf. Der eine wird plötzlich überraschend von einem Pfeil getroffen. Der trifft die Hirn. Naja, vielleicht so. Und wieder bekommt er endlich einen Treffer auf den Schädel. Der Treffer auf den Hirn war schon absolut tödlich. Ich muss noch dazu sagen, die Verletzungen, die wir heute wissen, hinterlassen alle Spuren am Knochen. Weichteilverletzungen können wir natürlich nicht mehr nachweisen, seitdem wir auch irgendwelche glücklichen Mumienfunde wie Ötzi oder Moormumien. Gut, eine weitere Geschichte, die im Naturhistorischen Museum zu bewundern ist. Oh, okay, dann das zuerst, was ich vorher dachte. Aber wenn die Herren das anders sagen. Warum multiple Verletzungen? Schildreife geschlossen halten. Nur wenn der da liegt, muss er nicht tot sein. Jetzt bricht die Schildreife zusammen und wenn der Gegner, der gerade im Rückzug ist, das rechtzeitig sieht, kann er sofort in die Reihen rein. Was also wird man machen, wenn da jemand so herumgeht? Schildreife geschlossen halten, sonst kommt auch wieder rein der Gegner. Auf ihn draufsteigen ist durchaus optional. Dankeschön. Das heißt, man wird darauf schauen, dass die Person, die da liegt, wirklich, wirklich tot ist. Und wenn man auf ihn draufsteigt, dann sollte man nicht das Gleichgewicht verlieren, das wird dann aufgelöst. Einen Kampf, den wir im Naturhistorischen Museum dokumentiert haben, und wir wissen, dass er einen Speer hat, wir wissen nicht, dass er auch hat. Der Speer geht durch den Kehlkopf in die Halswirbelsäule und tritt hinten wieder aus. In diesem Fall war der andere offenbar überzeugend tot, es gibt keine nachgewiesenen weiteren Verletzungen. Dankeschön. Ob er den Speer so leicht rausbekommen hat, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich rechne eher damit, dass es mit einer heftigen Fußbewegung erst möglich war. Wie gesagt, gut durch die Wirbelsäule gedrungen. Wunderschön. Beide einer verletzt, der andere tot. Sehr häufiger Ausgang. Nehmen beide tot. Nicht lachen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
spätestens bei der Wundversorgung. Wunderschöne Stichchen im Hals. Naja, da geht nicht was. Das haben wir. Jawohl. Das glaube ich, dass das den anderen Weiterkämpfen hindert. Also 30 cm Tal an dieser Stelle. Das Vergnügen ist vorbei. Ja, muss ich sagen. Okay, guter Treffer am Schwertarm, das behindert zumindest mal ganz heftig, ich würde sagen, du darfst es gut sein. Ich danke alle herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.